Stadt Dresden und Besetzung der Jury für den Kunstpreis und den Förderpreis. Dazu müssten wir dann sowieso auch noch mal Wahl machen. Das ist ganz günstig, dass wir es im nächsten Block mal gleich dann auch die Besetzung mit vornehmen können. Zur Vorlage selbst sind mir lediglich zwei Wortmeldungen signalisiert worden. Fangen wir mal an. Ladies first, Frau Dehnert und dann Herr Schmidt. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, sehr geehrte Stadträtinnen und Zuschauerinnen hier und im Livestream. Der Kunst- und Förderpreis der Landeshauptstadt Dresden ist seit 1993 Symbol und Anerkennung sowie Wertschätzung für herausragendes künstlerisches Schaffen über die Stadtgrenzen Dresdens hinaus. Sie fördern die Vielfalt künstlerischen Ausdrucksformen und tragen damit auch zum Ansehen Dresdens als Kunst- und Kulturstadt bei. Die Preise sind mit einem Preisgeld dotiert. Wir befinden heute über die Erhöhung dieses Preisgeldes von 7.000 auf 10.000 Euro. Diese Erhöhung stellt eine durchaus zeitgemäße Anpassung im bundesdeutschen Vergleich dar. Aber am eindrücklichsten lässt sich die Bedeutung des Preises vermutlich eher an den PreisträgerInnen beschreiben und zu erkennen. Zum Beispiel Gerda Lepke, erste Preisträgerin des Kunstpreises 1993 sowie Gründungsmitglied der Sächsischen Akademie der Künste. Studierte Malerei im Abendstudium, der sie ihren Lebensunterhalt als Krankenschwester verdiente. Sie gilt als Grand Dame der DDR-Kunst und hat fernab vom sozialistischen Realismus in der abstrakten Malerei ihren eigenen Stil gefunden. Oder der ehemalige Kruzianer Peter Schreier, der den Dresdner Kunstpreis 2016 erhielt und als einer der führenden lyrischen Tenöre des 20. Jahrhunderts gilt. Schreier genoss Weltruhm und reiste durch die führenden Konzerthäuser dieser Welt, war aber zeitlebens in Dresden zu Hause. Mir würde etwas fehlen, wenn ich nicht in Dresden leben könnte, wie er stets sagte. Und schauen wir noch ganz kurz auf den diesjährigen Kunstpreisträger. Christian Friedel, ich zitiere kurz aus der Jurybegründung. Christian Friedel ist nicht nur ein herausragender Schauspieler, sondern ein Künstler, der die Grenzen der Kunst sprengt und neue Horizonte erkundet. Die Strahlkraft seines Wirkens sprengt und neue Horizonte erkundet. Durch sein Engagement in verschiedenen Medien, von Bühne über Leinwand und Bildschirm bis Musik, spricht er junge Menschen an und setzt ein inspirierendes Zeichen in der Welt der Kunst. Alle Preisträgerinnen des Kunst- und Förderpreises seit 1993 tragen zum Ruf Dresdens als Kunst- und Kulturstadt von europäischem Range bei. Es gilt, diesen Ruf zu wahren und zu mehren, wozu der Kunst- und Kulturpreis der Landeshauptstadt beiträgt. So, dann vielen Dank für Ihren Redebeitrag und jetzt CDU, Herr Schmidt. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Zum Kunst- und Förderpreis als Preis an sich hat Frau Dehnert jetzt gerade viel vorgetragen, hat einige namhafte Preisträgerinnen und Preisträger genannt. Wir haben eine Vorlage vorliegen, die eine Erhöhung von 7.000 auf 10.000 Euro beim Preisgeld beschließen soll. Das sind grundsätzlich Peanuts, diese 3.000 Euro, aber diese Vorlage kommt in einer Zeit, wo wir den Verlautbarungen aus der Presse entnehmen können, dass in der Kultur relativ viel auch an Einsparmaßnahmen in den nächsten Monaten zu erwarten ist. Und insofern glaube ich, auch diese 3.000 Euro sollte man jetzt nicht beschließen. Sie kommt aus meiner Sicht, diese Vorlage, zur Unzeit. Deswegen werden wir am Ende auch diesen Teil nicht mitbeschließen. Ich möchte aber auf etwas anderes eingehen. Ich habe im Vorfeld dieser heutigen Debatte mal eine Anfrage an den Oberbürgermeister gerichtet, welche Preise, welche Ehrungen, welche Förderungen die Landeshauptstadt denn insgesamt verleiht, weil das ist doch eine ganze Menge und niemand findet so wirklich irgendwo eine Übersicht. Insofern habe ich gesagt, wäre es vielleicht mal ganz gut, wenn wir das haben. Wir haben jetzt in der Antwort zu meiner Anfrage eine Übersicht, welche Ehrungen in welchem Rhythmus vergeben werden.
Und ich hatte auch angefragt, welche Kosten für die Verleihung entsprechend angefallen sind in den letzten Jahren. Und da, sage ich, haben wir ein Ungleichgewicht. Wir haben nämlich beim Kunst- und Förderpreis, der wie gesagt ein Preisgeld von 7.000 Euro für den Kunstpreis und für den Förderpreis von 5.000 Euro hat, hatten wir in diesem Jahr Kosten für die Veranstaltung, für die Verleihung in Höhe von mehr als 27.000 Euro. Im Jahr 2020 waren das noch 6.500 Euro. Da frage ich mich ganz ehrlich, was machen wir hier als Stadt eigentlich? Wir können so einen Preis gerne vergeben. Ich bin nicht der Meinung, dass wir diesen Preis abschaffen sollten. Natürlich braucht es solche Preise, um dem Ansehen dieser Stadt auch entsprechend als Kulturstadt natürlich Rechnung zu tragen. Aber wenn die Veranstaltung mittlerweile 27.000 Euro kostet, das Preisgeld aber nur 7.000 Euro sind, dann läuft irgendetwas schief. Und ich glaube, da sollten wir als Stadtrat insbesondere bei den bevorstehenden Haushaltsverhandlungen dann auch nochmal drauf gucken, dass wir bei solchen Budgets entsprechend ansetzen. Und genau aus diesem Grund werden wir diese Erhöhung heute hier nicht mit beschließen. Ich gehe davon aus, dass es trotz allem eine Mehrheit in diesem Rat gibt. Da aber diese Vorlage ja im vierten Punkt auch noch die Jurybesetzung beinhaltet, die Jury braucht es dann ja trotzdem, egal wie hoch das Preisgeld ist, vermute ich mal, dass wir den Punkt 4 separat abstimmen müssten. Und deswegen beantrage ich mal formal eine punktweise Abstimmung für Punkt 1 bis 3 zusammen und dann den Punkt 4 separat, um die Jury formell besetzen zu können. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldung, Herr Aschenbach. Keine Angst, geht ganz schnell. Ich habe nicht mal eine Rede geschrieben, aber es ist mir doch noch mal wert, was die große Dresdner CDU, die so gerne von dieser Kunst- und Kulturstadt redet, diese Metropole, diese Landeshauptstadt. Und dann stellt sich Super Mario Schmidt hier hin und sagt, dass der größte Förderpreis dieser Stadt, wenn er von 7.000 auf 10.000 Euro erhöht wird, dass das die Kassenlage sprengt. Sie haben gesagt, das ist in diesen Zeiten einfach nicht drin. Ne? Da müssen wir einfach mal sparen. Aua! So, jetzt wollte für die Verwaltung nochmal Frau Bürgermeisterin Klepsch einige Worte sagen, und wenn es dann weiter keine Wortmeldung gibt, gehen wir zur Abstimmung. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren Stadträte. Nochmal zur Kostenfrage beim Kunstpreis. Also, vor einigen Jahren hat die Jury auch aufgrund der Rückmeldung aus der Szene der geförderten Kunstpreisträgerinnen und Kunstpreisträger an die Verwaltung das Anliegen herangetragen, die Preissumme zu erhöhen. Warum? Weil die Preisträgerinnen in der Regel ja freiberufliche Künstlerinnen und Künstler oder Ensembles sind, die eher im unteren Bereich des Einkommens sind. Und für viele Preisträgerinnen, wie beispielsweise Katja Erfurt als Tänzerin vor einigen Jahren, ist das tatsächlich auch eine existenzsichernde, das Einkommen zum Lebensunterhalt über ein Jahr. Und Herr Schmidt, Sie müssen hier bitte unterscheiden zwischen den Kosten, die im Bereich des Kulturamtes ressortiert sind, nämlich für die Preisgelder und das Honorar für die Künstler an dem Abend der Preisverleihung, und weitere Kosten, die in anderen Bereichen der Stadtverwaltung, beispielsweise im Protokoll, aufgewendet werden, um der Preisverleihung selber auch einen feierlichen Rahmen zu geben, einschließlich eines Caterings, an dem auch die anwesenden Stadträtinnen und Stadträte teilnehmen. Und wenn Sie der Meinung sind, als Stadtrat, als Haushaltssouverän, das ist Ihr gutes Recht, hier auch im Bereich der Würdigung der Kunstpreisträger und Förderpreisträger Konsolidierungsmaßnahmen anzusetzen, dann gilt es meines Erachtens eher zu klären, sollen mit diesem Preis die Künstlerinnen und Künstler gefördert werden, und man verzichtet dann lieber auf ein Catering, was tatsächlich Geld kostet, und auf die Preisverleihung im Schloss Albrechtsberg, oder
An welcher Stelle ist auch das städtische Geld sinnvoll eingesetzt? Und das gebe ich an der Stelle doch zu bedenken und werbe darum, dass wir den Kunstpreis von 7.000 auf 10.000 Euro erhöhen. Die 3.000 Euro, die kommen aus dem Budget des Kulturamtes. Wie machen wir das? Beispielsweise, indem weniger Broschüren gedruckt werden, die dann nur noch digital zur Verfügung gestellt werden, die wir bisher beispielsweise im Bereich der Denkmalpflege hergestellt haben. Das nochmal zur Erläuterung für Sie. Vielen Dank. So, jetzt haben wir die Rednerliste abgearbeitet. Es war, wenn ich es richtig verstanden habe, separate Abstimmung gewünscht, der Punkte 1 bis 3 und dann des Punktes 4. Und bei 4, wie gesagt, würden wir dann sowieso die NNs noch über eine Wahl dann bestimmen. So, dann, wer die Punkte 1 bis 3 folgen kann, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Damit so zugestimmt. Und wir kommen zur Bestätigung des Punktes 4. Wohlweislich, die Wahlen, die NNs werden danach ausgefüllt. Wer hier zustimmen möchte, jetzt zum Stimmzeichen. Keine Nein, 3 Enthaltungen, damit ebenso bestätigt. Und wie gesagt, den Punkt 12 rufen wir dann im Komplex Block 2 der Wahlen mit auf und würden dann zum Ausfüllen der entsprechenden Liste kommen. So, das führt uns zum Tagesordnungspunkt.